Ja, hallihallo, liebe Individualisten und herzlich willkommen. Ich bin der Chris und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, habe ich heute ein bisschen Werkzeug eingepackt. Und das liegt einfach daran, weil ich heute wieder unterwegs bin, mich mit dem Tiroler zu treffen. Und zwar auf seinem Grundstück, von dem ich euch ja in der Jahresvorschau für 2018 schon ein bisschen was erzählt habe. Und da werden wir heute hinfahren. Und das Werkzeug habe ich deswegen mit, weil ich mir heute den Generator anschauen möchte. Der springt nämlich nicht mehr an und ja, ich werde mal so eine erste Inspektion machen, Zündkerze reinigen und solche Dinge, mal so ein paar Kleinigkeiten, mal schauen, ob er dann funktioniert. Auch schauen, wie der Ölstand ist, wie das Öl generell ausschaut, was da drinnen ist, ob man das vielleicht auch tauschen muss. Also jetzt erstmal anschauen, ob wir vielleicht den Fehler heute schon finden und beheben können. Und wenn nicht, dann eventuell schauen, was wir dann beim nächsten Mal vielleicht an Werkzeug und Material dann noch benötigen, um das Ding wieder zum Laufen zu kriegen. Das ist das eine Projekt für heute. Wir werden schauen, kommt darauf an, wie viel Zeit wir haben. Werden wir schauen, was wir sonst noch schaffen. Wir werden wahrscheinlich auch ein bisschen anfangen, Grundstück zusammenräumen. Vielleicht noch ein paar Äste wegschneiden. Das alles einmal ein bisschen organisieren. Ich werde euch auf jeden Fall einen kleinen Rundgang heute noch geben über dieses Grundstück. Der Tiroler hat ja schon was gezeigt, vielleicht habt ihr es schon gesehen, aber ich möchte noch mal so eine ganz kurze Runde machen. Falls ihr das Video vom Tiroler noch nicht gesehen habt, dann zeige ich noch mal ganz kurz, was wir dort so haben. Nur einen groben Überblick, ich werde nicht ins Detail gehen. Und ja, dann werden wir mal schauen, was sich heute noch so ergibt. Ja Leute, ich bin jetzt am Grundstück. Und ich werde jetzt mal da ein bisschen mit euch durchgehen und euch zeigen, was wir da haben. Da gleich am Eingang steht ein altes Wachhaus. Und wir gehen da jetzt mal ein bisschen weiter. Ihr seht, das Ganze ist relativ stark zugewachsen. Und das heißt, wir haben da sehr, sehr viel Holz, was wir nutzen können. Und hier rechts von uns. Wer von euch das Video vom Tiroler schon gesehen hat, wird wissen, was sich da dahinter verbirgt. Das ist nämlich der Bunker auf diesem Grundstück, vom österreichischen Bundesheer erbaut in den 50er Jahren, Ende der 50er, als Kommandobunker. Und den werden wir dann auch so Stück für Stück herrichten. So, jetzt schauen wir mal weiter, was wir da hinten noch haben. Da geht nämlich das Grundstück noch ein gutes Stück weiter. Also ihr seht da überall viel, viel Unterholz, das, was wir auch alles auslichten werden, um dem Wald ein bisschen Chance zu geben, ein bisschen vernünftiger zu wachsen. Wir werden nicht alles rausnehmen, weil ein bisschen Totholz muss natürlich auch für die Insekten liegen bleiben. Das ist auch klar. Ja, da haben wir so ein bisschen eine Lichtung. Und auf dieser Lichtung gibt es auch eine Lagerfeuerstelle. Die ist jetzt noch ziemlich mit Müll zugeräumt. Das werden wir auch alles mal freilegen. Und auf dieser Lichtung wird dann irgendwann im Verlauf des Jahres Stück für Stück auch unser Bushcraft-Lager entstehen, wahrscheinlich hier in diesem Bereich hinten, hinter diesem Baum, der da steht, werden wir wahrscheinlich diesen Bereich umbauen oder umfunktionieren zu unserem Lager. Außerdem kann man dann hier schön ums Feuer noch rundherum sitzen, man kann noch Zelte aufstellen, Schlafplätze mit Tarps, man kann zwischen den Bäumen Hängematten spannen, also hier ist wirklich jede Menge Platz. Und ja, wie gesagt, wir wollen hier auch versuchen, irgendwann im Verlauf des Jahres ein YouTuber-Treffen zu machen. Das habe ich ja in meiner Jahresvorschau auch schon angesprochen. Ja, und ich würde sagen, jetzt schauen wir noch eine Runde durch den Bunker durch.
So, wir sind jetzt da im Bunker herinnen. Ich führe euch mal ganz kurz ein bisschen durch. Wir haben da so verschiedene Räume. Hier mal der erste, natürlich auch überall mit den Betten. Das ist wohl der Wachraum gewesen. Da ist auch nochmal die Luke zum Rausschauen, falls wer kommt, dass man schauen kann, wer da ist. Und auch nochmal mit einem Bett, was man runterklappen kann. Es ist ja natürlich noch ziemlich viel Zeug herinnen, was wir noch zusammenräumen müssen. Aber wir haben überall in diesen Räumen auch Öfen drinnen stehen. Und hier auch ist ein Aufenthaltsraum mit Tischen. Und hier auf dem Ofen, der da herinnen steht, der hat auch eine Kochplatte, das heißt, da kann man auch schön kochen dann später mal. Hier der Generatorraum, wo auch schon mein Werkzeug steht, weil ich mir den Generator schon angeschaut habe. Der Motor läuft, das ist schon mal die erste positive Nachricht des heutigen Tages. Was allerdings nicht funktioniert, ist der Generator an sich. Zumindest kommt da keine Spannung raus oder kein Strom. Das kann ich jetzt aber nicht genauer anschauen, weil ich mein Messgerät nicht mit habe. Das heißt, das werden wir dann bei der nächsten Session mal machen müssen. Da gibt es dann nochmal ein eigenes Video. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon fast am Ende. Hier gibt es dann links und rechts nochmal so ein bisschen einen Abzweig. Auf beide Seiten symmetrisch. Und wenn wir da jetzt schauen, ihr seht, da gehen Eisenstufen hoch. Da ist nochmal eine Luke. Und ich zeige euch das jetzt mal. Da oben ist nochmal so ein Raum, wo möglicherweise mal irgendwie auch irgendwelche Wachen positioniert waren. Und da oben ist nochmal eine Klappe, wobei ich noch nicht genau weiß, wie das wirklich ist, ob das nur Lüftung ist, was ich vermute, oder ob das auch irgendwie als Schützenstellung wirklich verwendet werden konnte. Müssen wir dann auch irgendwann im Laufe der Zeit mal schauen. Es wird auch der Eigentümer heute noch vorbeikommen. Mit dem werden wir dann auch noch ein bisschen plaudern. Vielleicht kriegen wir dann noch mehr in Erfahrung. Ja, jetzt geht es aber mal wieder raus, weil wir wollen jetzt noch ein bisschen uns draußen um das Grundstück kümmern, ein bisschen Holz machen und anfangen, das alles ein bisschen auszulichten und Holz zu machen für unser Lager. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt schon da ein bisschen Holz gemacht und haben auch da in dem angrenzenden Waldstück einige von den Waldreben, von den Bäumen geholt. Ich zeige euch das ganz kurz. Da ist jetzt ganz schön was zusammengekommen. Schaut euch das mal an. Den ganzen Haufen. Und ja, das werden wir dann, wenn es ein bisschen trockener ist, alles zerkleinern und schauen, dass wir das da wegbringen. Und auf jeden Fall ist aber jetzt der Wald schon wieder deutlich lichter und freundlicher. Und ja, wir haben natürlich jetzt noch einiges mehr hier zu tun. Wir werden noch mehr auslichten und auch hier noch die ganzen Waldreben noch weg. Zum Beispiel hier sind noch jede Menge und auch da hinten noch auf den Bäumen. Und das muss natürlich alles runter, weil das ruiniert natürlich die ganzen Bäume. Und ja, dann werden wir noch schauen, wo wir noch Holz zusammenkriegen an Totholz, dann für unser Lager, was wir wahrscheinlich dort in dem Bereich da hinten dann aufstellen werden. Ja, aber für heute soll es das gewesen sein. Ich hoffe, die kleine Tour hat euch Spaß gemacht. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da.
abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Und ich wünsche euch jetzt alles Gute. Viel Spaß auf euren Touren. Schaut, dass ihr rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris.